Hallo zusammen, ich habe hier eine Kühlbox, eine Mobicool, das gehört zum Dometic-Konzern, also eine FR40. Ja, wir schauen uns die Box hier an. Hier steht das FR40 AC-DC. Ist, ich sag mal, eine günstige Linie von Dometic. Und diese Kühlbox kühlt nicht mehr, oder da heißt, sie kühlt, aber innen drin hat sie einen anderen Wert wie draußen. Und jetzt ist Folgendes, diese Sonde ist falsch eingestellt. Ja, die Box ist von Freddy, hier unten habe ich die Anschrift von ihm, und das geht hier niemandem was an. Und hier habe ich diese Anzeige. Set habe ich jetzt eingestellt auf plus 2 Grad. Das ist die Temperatur, die sie erreichen sollte. Sie hat jetzt 6 Grad. Und wenn man zeitlang geht, dann geht es wieder zurück. Wenn ich hier diese zwei Tasten lange drücke, dann kommt A minus 4. Das heißt, wir haben hier eine Sonderkalibrierung von dieser Temperatur von jetzt nun 1 Grad auf die 6 Grad. Wenn ich hier wieder lang drücke, habe ich wieder die minus 4 Grad, kann ich hochstellen auf 0, Set drücken wahrscheinlich, dass es programmiert ist. Nochmal Set drücken. Und jetzt habe ich die 2 Grad. Also das heißt, wir haben die Anzeige um sage und schreibe 4 Grad verschoben. Und das ist das Problem, dass hier die Temperatur nicht übereinstimmt mit dem hier. Es stimmt jetzt auch hier nicht ganz, weil die Sonde liegt hier drin. Aber diese Truhe war aus irgendeinem Grund verstellt. Und somit hat sie außen einen anderen Wert angezeigt wie innen. Ja, das ist es von dieser Kühlbox hier von Freddy. Wir machen jetzt noch Reparaturen von Fremdgeräten, solche Sachen. Aber hier, diese Box wird zu teilweise Preisen als Neugerät verschleudert. Da lohnt sich doch eine Reparatur kaum. Es ist ein günstiges Produkt, direkt aus China von Dometic verkauft. Wird in Massen an den Handel abgegeben. Ja, wir haben es jetzt gemacht, aber wenn ihr noch so ein Gerät habt, das nicht läuft, wir schauen uns das an. Aber in der Regel, wenn was Größeres ist, rentiert sich das nicht mehr. Hier verlinke ich euch ein Video über unsere beste Kühlbox. Aber eben, das ist eine andere Preiskategorie. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.